Und das Thema, Sie haben es ja in der Einladung gehört, nennt sich Unternehmenskasse oder auch pauschalodierte Unterstützungskasse. Und das möchte ich erstmal beginnen, ein bisschen vorzustellen, anhand der Rahmenbedingungen, die wir so haben. Und ich möchte hier zwei Rahmenbedingungen rausgreifen. Das eine ist mal unsere Bankenlandschaft. Und ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Jeder Unternehmer weiß, das Bankenthema wird immer schwieriger. Egal welche Institute man anschaut, ob das EBA, Europäische Bankenaufsicht oder verschiedene andere, die warnen alle vor einer Kreditklemme. Und ich glaube, das weiß der kleine Handwerker, das weiß das mittelständische Unternehmen. Es wird immer schwieriger, die Restriktionen, die Repressalien, die Auflagen, um einen Kredit zu bekommen oder auch aufrechtzuerhalten, werden immer schwieriger. Das heißt, das Thema alternative Mittelherkunft, alternativ Mittel zu generieren, Mittelabflüsse zu vermeiden und damit Finanzierung zu betreiben, wird immer wichtiger. Und das zweite Thema ist heute auch einigermaßen oft angesprochen worden, ist das Thema Mitarbeiterbindung, Fach- und Führungskräftegewinnung. Das ist eines der Themen, die uns hier als Grund, warum man das macht von Unternehmerseite, am meisten genannt werden. Und was man auch in unserer unsicheren Wirtschaftslage sagen muss, das Thema Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten ist auch ein Thema, das immer wichtiger wird. Und das sind eben Themen Finanzierung, Bankenunabhängigkeit, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung andererseits und das Thema Wachstum und werthaltige Investitionen im Unternehmen, das andere Thema. Das sind Themen, für die man strategische Lösungen braucht und suchen muss. Und eins der Themen, eine Möglichkeit, ist die Unternehmenskasse, die pauschalodierte Unterstützungskasse. Kein neues Instrument, auch kein Instrument, das ich erfunden habe. 1871 hat schon Unternehmen eingeführt, vorher waren es auch schon einige, aber das Unternehmen, das 1871 eingeführt hat, das ist heute relativ oft schon genannt worden. Man hat immer früher gesagt, in München gibt es eine Bank mit angeschlossenen Elektroladen, den Namen wiederhole ich nicht mehr, der ist oft genug gesagt worden. Und so haben sich viele mittelständische, viele große Unternehmen sich in der Finanzierung schon immer dieses Instruments bedient. Und im Kern ist es ein Instrument der betrieblichen Altersversorgung. Und ich möchte es euch mal darstellen, im Unterschied zu dem, was die Großen nicht, aber vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen betreiben. Wenn Sie Mitarbeiter haben, wissen Sie alle, es gibt schon länger einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung, dass der Mitarbeiter mit seinem Bruttogehalt Entgeltumwandlung, betriebliche Altersversorgung, Altersvorsorge überhaupt betreiben kann. Und was passiert normalerweise? Mitarbeiter wandelt Entgelt um, sagt Chef, ich würde gerne auf 100 Euro verzichten oder 50 Euro, würde es gerne umwandeln für betriebliche Altersversorgung. Dann passiert eins, die 50 oder die 100 Euro, die wandern erstmal zur Versicherung. Die wandern zur Versicherung, dann ist eins mal klar, Sie als Unternehmer bekommen für den 100 Euro nie mehr was zurück. Das ist nicht beleihbar, das ist nicht stornierbar, das ist nicht kündbar, das ist nicht beleihbar. An das Ganze kommen Sie als Unternehmer nicht mehr ran. Das ist mal das Erste, was passiert. Und das ist zumindest für Unternehmer relativ uninteressant. Für Mitarbeiter ist das nicht ganz nicht besser. Der Mitarbeiter bekommt irgendwann mal, das weiß auch jeder, vor allem die Mitarbeiter wissen es, die Chefs wissen es auch, eine relativ magere Versorgung. Da können Sie jetzt in den Zeitungen lesen, ob Sie in der FAZ lesen, wie Versicherer ihre Bilanzen frisieren und da steht drin, nach einem Durchschnitt von 50 untersuchten Versicherungen, nach 14,5 bis teilweise 20 Jahren sind erst die eingezahlten Beiträge wieder vorhanden. Also es dauert 14,5 bis 20 Jahre, bis die 100 Euro vom Mitarbeiter bei der Versicherung langsam wieder angesammelt sind. Ich sage immer ganz provokant, wenn einer hier in Blauen oder wo auch immer in die Fußgängerzone geht und all das Kopfkissenbezug kauft, der Kopfkissenbezug schlägt in der Rendite, zumindest über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren, jede Versicherung. Also für einen Mitarbeiter ist das Ganze auch relativ uninteressant. Man weiß auch, in die Anlage kommen ja nicht 100%, sondern gehen erstmal durch Kosten und so weiter einiges verloren. Und zwar, das nimmt sich die Versicherung, das bekommen die Vertriebsleute, Kosten, Verwaltung, Gewinne, Provisionen. Es geht nur ein Teil, vielleicht rund 70% in die Anlage. Und die verzinst sie dann langsam weiter und es dauert relativ lang, bis 100% vorhanden ist. So ist es, wie man es kennt und aus meiner Sicht weder für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmer sonderlich interessant. Was wir mit der Unternehmenskasse machen, ist etwas ganz was anderes. Mit der Unternehmenskasse passiert es genauso. Der Mitarbeiter verzichtet auch jetzt auf zum Beispiel 100 Euro. Die 100 Euro, die werden aber nicht von der Versicherung überwiesen,
die 100 Euro, die bleiben in den Unternehmen, die bleiben in ihrer Unternehmenskasse. Die bleiben im Unternehmen erhalten. Es geht auch hier rein, es geht zum Beispiel auch Vermögenswirtschaft und Leistungen, Umwidmung rein, das ist auch steuerlich höchst interessant und vor allem sozialversicherungsrechtlich interessant, das Ganze zu verwenden, und zwar für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und die Kosten der Versicherung, die spart man sich, das Geld bleibt eins zu eins da, das, was man erspart, sind Mehrgewinne und Überschüsse, die auch der Unternehmenskasse zur Verfügung stehen. Sie lassen praktisch die Wertschöpfung im Unternehmen. Die Wertschöpfung, die normal bei der Versicherung ist, bei der Versicherung bleibt, bleibt bei Ihnen im Unternehmen, nutzen Sie selbst. Und mit dem passiert eins, aus dem Mehrgewinnen macht man in der Regel eine Zulage des Arbeitgebers für Mitarbeiter, der sagt, okay, lieber Mitarbeiter, auf deine 100 Euro, da gebe ich dir nochmal 30 Euro obendrauf oder 50 Euro obendrauf. Die 30 oder 50 Euro, die fließen ja nicht ab. Die fließen erst mal ganz lange nicht ab. Vielleicht sagt er auch, die Führungskräfte oder die Ingenieure oder die Entwickler, die besonders wichtig sind, die bekommen nicht 30 Euro, die bekommen 70 Euro oder 60. Also spielt auch hier gehaltspolitisch verschiedene Varianten. Und was man auch ganz deutlich sagen, du hast erstmal, lieber Mitarbeiter, nachdem sich hier wirklich 100% verzinst, nachdem kein Euro verloren geht und du noch einen Zuschuss obendrauf kriegst, bekommst du als Mitarbeiter erstmal deutlich mehr. Aber nicht nur du als Mitarbeiter hast was, sondern auch das Unternehmen hat was. Wir haben eine Arbeitsplatzsicherung, wir haben eine Unternehmensstabilität, wir haben eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, weil das Geld eben im Unternehmen bleibt. Ich gehe im Detail noch ein bisschen weiter drauf ein, und zwar mal die wichtigsten Vorteile vorab. Für den Mitarbeiter, da kann hier nie etwas passieren, der Mitarbeiter hat immer einen 100%igen Insolvenzschutz durchs Gesetz. Da gibt es den Pensionssicherungsverein, der Pensionssicherungsverein ist sogar rückverbürgt durch die Bundesrepublik Deutschland. Also ist keine Situation und kein Fall denkbar, dass der Mitarbeiter hier Geld verdient. Selbst wenn der Arbeitgeber in die Insolvenz geht, der Mitarbeiter bekommt 1 zu 1 seine Zusage, die hier gemacht wurde. Ja, in der Regel die doppelten Leistungen, einfach wenn sich hier 100% verzinsen statt 70% und das mit einem Zinssatz von, sagen wir mal, 2%, kommt einfach zum Schluss wesentlich mehr raus, vor allem wenn der Arbeitgeber noch einen Zuschuss drauf gibt. Der Arbeitgeber hat auch seine Vorteile, der hat 100% freie Liquidität, die er nutzen kann im Unternehmen zur Kontokorrentilgung, zur Investition. Er kann es auch am Kapitalmarkt anlegen, in Sachwerten, von Gold bis Immobilien, bis Aktien, bis Vermögensverwaltung, aber sinnvollerweise natürlich erstmal im eigenen Unternehmen. Die Unternehmen haben dadurch eine eigene Unternehmenskasse, ein eigenes Versorgungssystem, was, und das erleben wir in jedem Fall, wirklich hundertprozentige Identifikation zwischen Mitarbeitern und Unternehmen bedeutet. Also wir haben kaum einen Fall, weder in alten Bundesländern noch in den neuen, weder in Hamburg noch irgendwo im Süden, wo wir irgendwo Quoten haben, die niedriger als oder recht viel niedriger sind als 80%. Also 80%, 70% vielleicht mal in strukturschwachen Gegenden ist die geringste Mitarbeiterquote, die wir haben. Es machen wirklich zwischen 70 und 100% der Mitarbeiter in der Regel mit, weil es einfach eine ganz hohe Bereitschaft zur Vorsorge ist. Auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Aversion Versicherungsgesellschaften gegenüber, weil man halt da auch schon das eine oder andere kennt. Rückkaufswerte schlecht, kommt weniger raus, als man reingezahlt hat und solche Dinge mehr. Und ist vor allem ein Thema zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, die sind gebunden, weil die haben eine Versorgung, die sie woanders schwer erreichen und können. Also sie müssen woanders schon deutlich mehr verdienen als hier, um das überhaupt als Versorgung entweder im Unternehmen oder privat aus Netto erreichen zu können. Wir haben natürlich auch Vorteile in Mitarbeitergewinnung. Da können wir uns auch Analysen anschauen. Früher ist noch kaum 10-20% im Vorstellungsgespräch nach Altersversorgung gefragt worden. Jetzt sind es in 70-80% der Fälle, wo im Vorstellungsgespräch schon nach Versorgung gefragt wird, weil es auch den jungen Leuten sehr wichtig ist. Und wenn ich sagen kann, hier haben wir ein eigenes System, das schaut so und so aus, mit dem Aufwand kannst du das erreichen, und das ist wirklich deutlich und signifikant mehr, dann ist nicht das auch gerade in strukturschwächeren Gegenden, gerade da,
wo man mit großen Unternehmen um die Mitarbeiter kämpft und um die Mitarbeiter poolt, ist es ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Die Frage ist immer, was gibt es für Nachteile? Und zwar, ich habe sie hier schon für den Arbeitnehmer, keine Nachteile, die ich hier nennen könnte oder die mir einfallen würde, und zwar zu keinem Zeitpunkt und in keiner für mich denkbaren Situation. Für den Arbeitgeber, klar, da gibt es einen Punkt, den er beachten muss. Der Mitarbeiter sagt ja nicht, lieber Chef, ich gebe dir die 100 Euro Gehaltsumwandlung und gib's mir mal in 20 oder 30 oder 40 Jahren, je nachdem wie alt Ihr Mitarbeiter ist, zurück, sondern er sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr haben. Und in der Regel macht man hier Zusage irgendwo 2,25%. Was der Arbeitgeber sagt, deine 100 Euro, wenn du mir die lässt, auch die Sozialversicherung, Arbeitgeberanteil, wenn du das lässt, dann verzieht sich deine 100 Euro mit 2 oder 2,25%. Das ist die Zusage, die der Arbeitgeber macht. Übrigens, eine Zusage macht der Arbeitgeber immer, auch wenn Sie die Rechtsversicherung abschließen oder Pensionskasse, immer Sie als Arbeitgeber machen die Zusage. Und Sie als Arbeitgeber haften auch und stehen 100% ein für die Erfüllung der Zusage. Das steht in § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz als eines der ersten Vorschriften drin. Und das sind Dinge, die Sie auch Unternehmer nicht bewusst sind, dass Sie für das haften. Und zwar auch für das dann haften, was letztendlich die Versicherer machen und wie und wo die das annehmen. Also das ist der einzige Punkt, den der Arbeitgeber beachten muss. Er muss halt irgendwo die 2 oder 2,5% Rendite erreichen, die er dem Mitarbeiter zusagt. Und ich halte 2% einfach für eine sehr gute und sehr sinnvolle Zusage. Das ist mehr, als bei der Versicherung garantiert ist. Man könnte eigentlich nur 1% zusagen. Weil 1% auf 100% ist auch schon mehr als 1,75% auf 70%, was die Versicherung macht. Aber 2% ist hier ein sinnvoller Weg. Und wenn man das Ganze aus Arbeitgebersicht einmal sieht, dann haben wir hier eigentlich ein langfristiges Darlehen vom Mitarbeiter gekriegt. Wir haben die 100 Euro, 200 Euro monatlich, für eine Laufzeit von, je nachdem, wenn Sie jetzt einen 30-jährigen Mitarbeiter haben, von 37 Jahren bekommen. Wenn der Mitarbeiter schon 37 ist, haben Sie es einfach für 30 Jahre bekommen. Also sehr lange Laufzeit, sehr langfristig, was natürlich gut und sinnvoll ist. Das ist absolut zinsgünstiges Darlehen. Und zwar, das sind genau die 2,25 oder 2,5 oder 2,0%, die Sie sich ausgedacht oder dem Mitarbeiter eben gewähren wollen. Und es ist absolut sicherheitenfreies Darlehen. Und ein Darlehen, das zur freien Verfügung ist. Also das sind vier aus meiner Sicht ganz entscheidende Vorteile. Langfristig, zinsgünstig, sicherheitenfrei und zur freien Verfügung. Und damit ist auch der Weg geöffnet, dass ich sage, Kontokorrentkredite, Bankdarlehen, es kann sukzessive zurückgezahlt werden. Manche Unternehmer gehen auch her, die sparen es an, wollen dann mal Mezzanin oder solche Darlehen ablegen, also einfach zur langfristigen Basisfinanzierung zu nutzen. Und das ist natürlich dann auch ein interessanter Weg, um Mitarbeiter zu binden, einfach durch die hohe Effizienz, durch die hohe Effektivität. Und was hier an Liquidität so zusammenkommt, zur Freinutzung, das sind nun so erfahrungsgemäß zwischen 1.500 Euro und 2.500 Euro je Jahr und Mitarbeiter, einfach durch die steuerlichen Effekte. Das Ganze ist auch steuerlich gefördert, das möchte ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, durch die steuerlichen Effekte, was hier noch erreicht wird. Aus Arbeitnehmersicht ist es genauso einfach. Der Arbeitnehmer hat wie ein Sparbuch eine Verzinsung vom ersten Euro an. Das kann sich ja leicht selbst ausrechnen, 100 Euro. Im nächsten Jahr sind schon 102 Euro. Und wenn er dann ausschreiben würde, dann sind es immer noch 102 Euro. Und dann werden halt die 102 Euro noch 30 Jahre verzinst. Was man in dem Fall nicht machen würde, wenn er nach einem Monat ausscheidet. Dann würden wir die 102 Euro zahlen, würden abfinden und das Ganze wäre erledigt. Aber wenn dieser Mitarbeiter ist, der 10 Jahre dabei ist, würden sie halt ganz normal weiter verzinsen. Also er hat keine Verlustmöglichkeit, gar nichts und ist selbst in der Insolvenz geschützt. Er hat tendenziell einen höheren Zins, und zwar die 2%, 2,25, 2,5. Er hat absolute Garantie auf die Umwandlung den Zins, die auch zu 100% durch den pensionssicherungsfreien Insolvenz geschützt ist. Und in der Regel bekommt er noch eine Förderung vom Arbeitgeber obendrauf, die für den Arbeitgeber sehr bequem ist, weil er muss ihm letztendlich nur dann überhaupt was zahlen, wenn der Mitarbeiter noch länger als 5 Jahre dabei bleibt. Scheidet er vor 5 Jahre aus, verfällt die Zulage ganz und bleibt da halt dabei, dann wären die, sagen wir mal, so und so oft mal 50 Euro eben in 30 Jahren fällig.